bin eigentlich mein Leben lang von Musik begleitet worden. Habe angefangen eigentlich mit klassischer Musik, bin in die Musikhauptschule gegangen, bin dann in ein Musikgymnasium gegangen, in ein Populargymnasium, muss auch dazu sagen. Also ich habe viele verschiedene Sachen gemacht, habe Keyboard gespielt viel, habe auch meine Matura in Keyboard gemacht und wollte aber eigentlich immer Schlagzeug spielen. Und das war halt nicht möglich, vielleicht auch, weil ich zu wenig energisch war in meinem Vorhaben. Und habe aber dann einen Film gesehen, der heißt Drumline. Und da muss einer, weil er sich schlecht aufgeführt hat, als Strafe Beatboxen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das mache ich auch. Und habe halt dann 2007 angefangen zum Beatboxen. Und das Witzige ist ja, dass ich einen leichten S-Fehler habe. Und trotzdem aber, wenn ich Beatbox, die Snare Drum ziemlich gut hinkriege, eigentlich. Und ja, es war dann so, dass ich mich viel damit gespielt habe, dass ich einfach Schlagzeug so gut wie möglich nachmache und habe mich eigentlich gar nicht so um Sounds gekümmert, weil mir das am Anfang nicht so wichtig war eigentlich. Weil ich ja, wie gesagt, Schlagzeug spielen wollte und nicht Beatboxen. Und bin aber dann nach ein paar Monaten draufgekommen, dass ich nicht die einzige auf der Welt bin, die es probiert. Und dass es da ziemlich viel gute Leute gibt noch. Und habe dann einmal auf YouTube geschaut und ja, dann bin ich erst drauf gekommen, dass man auch mit dem eigenen Körper ziemlich coole Sounds machen kann. Ja, ich werde euch nur als Soundbeispiel, brauche ich kurz noch keinen Computer. Es gibt halt auch verschiedene Sachen, die einen konzentrieren sich eben eher darauf, dass klingen wie ein richtiges Schlagzeug. Das bin dann ich, und es gibt andere, die versuchen wirklich, dass viel verschiedene Sounds so echt wie möglich klingen, wie E-Gitarre oder Scratchen, diverse Sachen. Das taugt mir zwar auch, aber das ist nicht mein Mittelpunkt, wenn ich Beatbox. Und ich werde nur ganz kurz einmal ein Schlagzeug machen, die diversen Sounds. Da habe ich zum Beispiel die Bassdrum, die klingt. Dann haben wir die Hi-Hat. Und da gibt es noch ein paar verschiedene Snares. Und die eine ist. Dann gibt es ein. Und ein. Genau. Und gemeinsam klingt die halt. Genau. Versuche jetzt da, dass ich viel mit Metronom übe. Bin aber auch dabei, dass ich versuche, schneller zu werden, so schnell wie es halt eben geht. Als Beispiel ist, also gewisse Fills probiere ich halt. Das ist dann. Die klingen dann nicht ganz so natürlich, sag ich jetzt einmal. Ich spiele mich sehr viel mit Bässen, weil das gerade für mich als Frau ein sehr reizvolles Thema ist, dass ich wirklich tiefe Bässe zusammenbringe. Und es macht auch Spaß. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es so gut ist für meine Stimmbandeln, aber das werde ich dann schon noch merken. Es gibt halt verschiedene Bässe, die einen, die kann man eben mit den Lippen nur durch Lippenschwingungen erzeugen. Das klingt dann so. Und dann gibt es auch mit Stimme. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, es sind halt zwei Varianten. Und es gibt nicht viele Frauen, die das machen. Es gibt, glaube ich, auch nicht viele, die das probieren. Weil es, ja, sagen wir so, eine Männersache ist und da strebe ich mir ein bisschen dagegen. Was auch noch ganz wichtig ist bei den Beatboxern, die schauen, dass so viele Sounds wie möglich mit ganz schnell machen können. Und ich habe irgendwie so in mir gehabt, dass auch eben Stille ganz wichtig ist und versuche auch immer, dass ich das ein wenig einbaue, weil das für die Ohren vielleicht ein bisschen zu ist, für die Zuhörer auch dann, wenn man wirklich 5 Minuten lang Vollgas gibt und vor allem hört man dann vielleicht eine gewisse Dinge gar nicht mehr so genau, wie man es eigentlich hören sollte. Als Beispiel dazu,
mache ich einfach Töne und Schlagzeug gemeinsam. Nur damit ihr wisst, wovon ich rede. Dazu kann ich nur sagen, also die Beatbox-Szene ist da sehr dankbar. Es ist zwar männerdominant, aber die Frauen kommen immer mehr in die Szene und vor allem international. Also es gibt Weltmeisterschaften beim Beatboxen und da sind eigentlich fast gleich viele Frauen wie Männer dabei. Und es wird zwar getrennt, weil es einfach vom Körper her nicht bei beiden dasselbe möglich ist, aber wir sind als Frauen sehr gut vertreten. Und ich habe es aber auch ungern, wenn man mich fragt, wie es mir als Frau geht in der Beatbox-Szene, weil es für mich keine Rolle spielt, ob ich eine Frau bin oder nicht, weil ich es einfach gern mache und ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn ich mal war. Prinzipiell kann ich nur dazu sagen, also in Österreich ist die Szene leider sehr klein und ich hätte es gern, dass sie ein wenig wächst, weil sie viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass das möglich ist und viele Leute trauen sich vielleicht auch gar nicht, das in der Öffentlichkeit so zu sagen. Da bin ich selber auch erst dabei, dass ich das ein wenig nach außen hin präsentiere, dass ich das kann. Und mich hat da halt einfach alle Männer und Frauen ermutigen, dass das einfach macht und Spaß macht. Und es gibt noch viel zu erforschen in dem Gebiet und ja. Mich freut es recht, dass ich das machen darf und kann und dass ich das auch da heute präsentieren darf. Danke an dieser Stelle an das Team und das war's von mir. Grundsätzlich machst du Workshops auch, ist das richtig? Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sogar nächste Woche in der Tabakfabrik, oder? Na, habe ich mich da verlesen. Okay, sorry. Aber dann zumindest Workshops abchecken, falls das irgendwen interessiert. Und die Penelope ist ja irrsinnig, wie soll ich sagen, bescheiden, weil sie ist zweifache österreichische Beatbox-Champion im Bereich Female, wie man das dann eben einteilt, 2008 und 2010 und war unter die Top 3 bei der Weltmeisterschaft 2012. Möchte ich nur so gesagt haben. Das wohlverdienter Applaus. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen live on air auf Madhouse, live aus der Tabakfabrik und da war ich auch schon schwer begeistert. Gefreut mich, dass du das heute so nochmal breiter präsentieren hast können. Dankeschön.